Matteo 12 behauptet, ich schlage schneller Nägel in einen Holzbalken als Maria Furtwängler. Matteo und Maria haben 90 Sekunden Zeit, so viele Nägel wie möglich in einen Holzbalken zu hämmern. Diese müssen vollständig versenkt werden. Krumme Nägel werden nicht gewertet. Wer mehr Nägel in den Balken schlägt, gewinnt das Duell. Und Matteo beginnt. Klein gegen groß. Auf los geht's. Los! Zeit läuft, wenn er den ersten Schlag setzt. Sehr gut, Matteo. Perfekt. Man muss natürlich gut gucken, dass man den Nagel gerade trifft. Manchmal, wenn er schräg ist, vielleicht auch lieber zum nächsten übergehen. Ja, der war 1A versenkt. Die Zeit läuft, Matteo, es sind noch. Es sind noch 45 Sekunden. Oh, komm, weiter, weiter. Man macht sich keine Vorstellung, wie anstrengend das ist. Noch 20, Matteo. Endspurt. Sehr gut, noch 10. Komm, hau rein. Komm, und einer geht noch. Wow. Da wird der Arm ganz schön schwer, ne? 90 Sekunden. Da ist, hau den Lukas Pillepalle dagegen, ne? So, Matteo, zählen wir mal durch hier, wie viele es sind. Und wir gucken natürlich immer darauf, dass sie ordentlich versenkt sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Der ist krumm. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Da sind sie, die 30. Super gemacht, Matteo. Perfekt. Da wird auch Maria alles geben müssen. Maria wird nur froh sein, dass sie endlich die Musik vom Ohr bekommt. Maria. Ich weiß nicht. Wir haben einen neuen Balken. Vielen Dank, den Männern. Vielen Dank an euch, die Herren. Hast ja irgendwie das Kleid, die rechte Schulter frei. Genau, ja. Wir haben ja lange überlegt, wer hier der passende Gegner für dieses Duell sein könnte. Da seid ihr organischerweise auf mich gekommen. Ja, wir hatten erst über Julian Nagelsmann nachgedacht. Oder auch Bettina Zimmermann. Aber da ich weiß... Ist das der gleiche Hammer? Das ist der Hammer. Das ist ein Glückshammer, mit anderen Worten. Der Glückshammer. Ja, ich sag mal, und darf das ein ganz bisschen rausschauen? Seid ihr noch streng? Also, wie streng bist du? Ja, der muss schon richtig versenkt sein, darf nicht krumm sein. Nee, krumm ist klar. Ja? Krumm ist klar. Die Zeit läuft, wenn du schlägst. Warte mal, wie nah stellt man sich denn da? Das sieht sehr gut aus, der war krumm. Fuck, die sind nicht gut eingeschlagen. Ja, man muss die natürlich auch gut treffen, die Nägel. Sehr zielsicher, muss man sagen. Matteo, komm ruhig ran. Frage ist aber auch, ob sie das natürlich in dem Tempo... Sieht gut aus, was sie da macht. Ne? Ja. Aber schafft sie das auch, das durchzuhalten die ganze Zeit? Ein bisschen Zeit hast du noch, Maria. Es sind noch 45 Sekunden. Das
wird eine knappe Geschichte, das steht fest. Noch 30. Hast du mitgezählt? Ich nicht. Nein. Ja. Ah, der muss ganz rein. Oh, leck mich am Arsch. Der letzte braucht noch einen, der davor. Maria, die zwei müssen noch einen draufkriegen, die rechts davon sind. Willst du? Ja. Und die letzten Sekunden. Komm schon! Ah. Oh. Ah, du warst besser. Ja. Bin mir nicht so sicher. Das ist eine ganz knappe Geschichte. Aber alter Schwede. Hm? Ach ja, man ist nervös. Hm? So, wir zählen mal. Der war auf jeden Fall nicht. So, eins, zwei. Oh, 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 oh. Nein, das zählt nicht, nein. Okay, Matteo, dann hol mir jetzt deine andere mal raus. Den muss ich abziehen, weil der ist nicht ganz drin. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120